Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Emre. Und heute reagieren wir auf Champions League, Summer Jam, Scorpion Bass. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Ist mal was komplett Neues, auf das wir reagieren. Und das ist jetzt hier Folge 2. Dementsprechend, das Format ist auch relativ frisch auf YouTube. Und ich dachte, mir könnte eventuell interessant sein, auf jeden Fall darauf zu reagieren. Safe. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum. Wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Diesmal am Start Radja Rebelovic mit einigen Special Guests und den allerbesten Newcomern hier im Haus. Seid ihr ready? Hey! Let's go, Yassa. Okay, Yassa startet. Als ich früher noch in Zelle saß, dachte ich nicht an Managers, kannte keine A&Rs. Frag mal Jam, ich packte gerade im Studio ab. Ich hab alles gut bedacht, bis mich dann der Bulle packt. Sie kam mit der 100-Schaft. Nicer Beat, Digga, kennt man auf jeden Fall. So, ne? Biggie Tupac-Vibes so. Ja, ich glaube, das ist sogar ein bekannter Beat. Ja, ja, Alter. Das fällt mir auch gerade nicht ein, Digga. Die Leute werden zu Hause an den Kopf packen und denken, safe. Digga, ist das euer Ernst? Ja. Aber man, ich kenne den Beat, ja, aber Digga. Ich weiß von welchem Song, Digga. So. Wir kennen den 100%. Ich bin untersuchungshaft, dachte mir nur, who the fuck ist Zinker? Lupenreine Sittler hörten Tupac schon als Kinder. Verschneien unter Sommer macht dich Winter. Ich wollte niemals rein, irgendwann kam sie dahinter. Hab immer schon erzählt, was ich erlebt hab. Ich war immer Hip-Hop-Brudi aus Musik, kam später. Vor Kilos kam die Zehner, Vierer war mein EK. Lieferung aus Breda, aber wechseln wir das Thema. Ewa, Sahbi. Ich muss sagen, Yassa, ne, starke Leistung bisher. Ja, Mann. Geiler Vibe. Finde ich auch interessant auf jeden Fall. Nice Atmosphäre, die er schafft, ne. Aber ich muss sagen, ich höre ihn das erste Mal. Ich auch, ne? Ja. Aber wie ist das denn jetzt so aufgebaut? Das Format gucke ich ja jetzt auch so zum ersten Mal. Ist das jetzt so, ist das ein Cypher, ist das ein Turnier? Ja, es ist ein Cypher. Für ein Turnier? Nee, also das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einfach, jeder kann einfach Bars kicken. Als ach so. Newcomer, weißt du? Keine Babalocken, aber ich bin Marokkino. Für Para in den Socken gibt es Stiche wie Moskito. Aula 3 im Siedlung, Nador, Primo Außenseiter so wie Miklo. California dreaming in den Papes, verteile Vitamine auf dem Rave. Was hast du gegen Liebe, das ist Hate. Ton und Pizza ohne Zwiebeln ist okay. Doch vergess nicht, denn ein echter Marokkino braucht seinen Tee. Geil. Geile Stimmung, Alter. Nice. Feier ich. Ah. Okay. Ey. Ich sag dir ehrlich, ihn kenne ich zum Beispiel auch nicht. Jawus heißt er. Okay. Okay, gucken wir mal. Boah, ich glaube, der hat eine krasse Stimme. Ich glaube, du hast nur dieses gehört, aber dieses kratzige, ja, ne? Ja. Ich glaube, er hat einen krassen Wiedererkennungswert. Okay, ich bin gespannt. Ah, straight aus Captain. Du kannst den Javus mit dem Babyface auf der Straße und den sozialen Medien sehen. Deine Freundin sieht mein Bild und sagt, ich kläre den. Ich könnte in einem EQP auf dreckig ihre Ehre nehmen. Merkst du, wie viel ein Beat ausmacht? Ey. Merkst du das? Ja. Ey, das ist schon krank, ne? Was hat der für eine dreckige Stimme, aber? Der hat auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall viel aus seiner Stimme machen. Der hat so eine richtig, so Bad Boy Stimme, Alter. Ja, ja. Ich sag dir ehrlich. Safe. Kommt geil, sehr, sehr lässig. Meine Mama macht sich viel Sorgen. Ich bau Scheiße, sie findet das nicht in Ordnung. Ich bin gerade frisch 18 geworden und geh voll aufs Ganze. Knast oder Ohrwurm. Schaut mich bitte nicht so an mit euren Eselblicken. Ich muss grad Snoop Abis Beat mit Ehre ficken. Und eure G's, die waren keine Männer. Das wusste ich schon vorher wie beim Mayan-Kalender. Mein Bruder macht mit Wax und Flex seine Stacks. Aber ich mach mehr Cash mit Raps wie mit Packs. Aber Scheine sind jetzt bunt und der Pool ist Infinity. Ich komm mit Tam aus dem Gebüsch wie Aborigines. Der letzte war krass. Der letzte Part war krass. Nice. Also den fand ich persönlich interessanter als den ersten, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Ne? Aber ich sag mal so, ein Beat macht halt auch viel aus, ne? Ja, natürlich. Ne, das sind das sind ja auch Beats von großen Künstlern, sag ich mal, ne? Aber trotzdem, so ein Beat macht schon, das ist schon... Ja, natürlich, ein Beat ist... Ja, natürlich, es macht die Hälfte vom Song aus, ne? Das ist ja klar, so. Ey, 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 ja. Ich bin Schaden jetzt.
Pop von A bis Z, Please Stiftung Warentest. Jeder Part von mir ist große Kunst, so wie bei Art Attack. Außer Chromarts hab ich no heart, aber laufe meiner Duffel weg. Hop in Go-Kart und ich pull up in Goyard. Cause I macht Cash, wissen Sie bereits. Cause I macht Trap, wissen Sie bereits. Ich war ein kleiner Kiffer hier aus Reit, heute bin ich ein großer Kiffer mit viel Schein. Ich hab noch vieles drin in meiner Pipeline, vieles aber keine Freizeit. Bitte spar dir die Details, weil bin dein Mann, aber nur Teilzeit. Mein Erfolg spricht Bände. Ey, Konto unendlich. Wtedy mówili, że nikim nie będę. Dzisiaj jointy kręcę. Rauch ein Fett mit Billa. Ey, Holy ist fett so wie Pillard. Emma à la carte, pitten aus Glas. Jeszcze kozan jest genauer. Ey, ich frage mich oft, was wäre, wenn ich's damals mit Drogen gelassen hätte. Dann wär ich wahrscheinlich ein Dog, geregelter Job, doch keine Designer-Brand. Jetzt bin ich wahrscheinlich ein Gott. 1000 für Ort, nein, das ist nicht deine Welt. Scorpion Task Force, Mask on. Pull up mit Bayonet, außer mit Family teile ich nicht. Boah, ich muss sagen, es gibt ein was Gutes und was Schlechtes an dem. Horus. Das Gute an dem ist, ich finde seine Lyrics sehr geil. Ne? Auch sein Flow. Hätte ich damals diese Drugs weggelassen, da wäre ich vielleicht Dog, aber heute dafür keine Designer-Brands und solche Sachen. Genau. Sowas sehr interessant, ne? Aber so sein Flow, also der kann auf jeden Fall so gut rappen, aber dieses Lässige, das ist ein bisschen zulässig für mich. Ich weiß, was du meinst, es wird nach einer Zeit ein bisschen monoton einfach, ne? Das finde ich. Das stimmt. So, er kann auf jeden Fall gut rappen, ne? Dieses schnelle Aussprechen hat richtig geil angehört. Aber so dieses Zulässige ist manchmal irgendwann so, das ist zu viel, finde ich. Es wird eintönig nach einer Zeit. Ich deine Welt, Scorpion Task Force, Mask on, pull up mit Bayonet, außer mit Family teile ich nicht. Ich habe Stimmen im Schädel, die sagen, Cosa, du wirst groß, andere habe Stimmen, die sagen, Leben ist eine Simulation, und ein paar Stimmen, die Pläne schmieden für die erste Million, Okay. Stimme, die sagt, ich hatte noch nie ein Idol. Yo, let's go. Hier kommt der Gypsy, der dich trocken in den Arsch fickt. Du kennst mich, Morpheus von Matrix. Okay. Excite dich, rote oder blaue Pille. Deine Mama hat von letzter Nacht noch Augenringe. Gib ne Handy und komm dann so langsam rein. Wäre deutsche Rap am Tanzen, ist auf Mambo Number 5. Er hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert in seiner Stimme. Ja. An irgendeinen Künstler kommt der auch ran, aber ich kann ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das Billa Joe oder Faroon war bei Ice Cube, die haben auch so ein... Ja, okay, von der Stimmlage her meinst du, bisschen, ne? Bisschen. Ich weiß, nee, nicht Faroon, ich glaub Billa Joe, wenn dann. Beanbag Muse, nur weil ich auf ein paar Beats rap. Wow, ey, du bist ein ganz krasser Duft unter 5 Scheine, benutze ich nicht mal als Handwasser. Eigentlich wollte ich mein Business allein fahren, aber wer kann zu einem Mio dich schon nein sagen? Ich mach extra auf busy, wenn du mit mir reden willst, fuck Rap Rebel Lizzy. Mag schon sein, dass deine Alte mich schreibt, denn sie hat lang genug gewartet, dass mein Album erscheint. Gypsy, ey. Let's go. Ich find das halt geil, wenn der Crowd dein Background, ist geil. So, das ist schon wichtig, das gibt eine gute Atmosphäre und das macht das Video nochmal. So, das gibt so on top nochmal 10 Punkte drauf, finde ich. Weißt du, wie ich mein? Jetzt ist es eine ganz andere Stimmung mit Crowd, ne? Oh! Okay. Pretty Face Copy. Let's go. Boah, ein geiler Beat, Alter, ja. Okay, let's go. Bissige Member. Bissige Member, get out of the way up. Bissige Member. Bissige Member, get out of the way up. Denn DDR, don't give a fuck. Flippe die Platten, ich flippe die Rocks. Lauf durch die Stadt, sehe Minimis. Back in the Dess, aber keiner auf Skinny Jeans. In der Trap und ich packe grad ab. Kohle verdient, Digga, das jeden Tag. Zu lange war ich am Arsch. Nie wieder broke, ganz egal, was ich mach. N26, die Bank. Kikis und Kryptos, ich ficke die Stadt. Pussy, ich lebe im Black. Pretty Young, Didi, die führende Hand. Liebe geht an meine Stadt. NRW, Wuppertal City, geht ab. Ey, weißt du, was mir gerade übertrieben auffällt? Casey Rebel und Jawus, die sehen sich voll ähnlich vom Gesicht her, ne? Von den Augen her. Auch vom Haarstil, ne? Ne, ich finde, die sehen sich voll ähnlich, Digga, ja? Nur der eine ohne Bart so, ne? Ja, der eine in klein, der eine in andere in groß, Digga. Kann man schon sagen, ne? Krass, Alter. Also bisher jetzt gerade fand ich Jawus am besten, muss ich sagen. Denn DDR, don't give a fuck. Flippe die Platten, ich flippe die Rocks. Läuft durch die Stadt, sehe Minimis. Back in the days, aber keiner auf Skinny Jeans. Bissige Member, bissige Member, get all the way up. Bissige Member, bissige Member, get all the way up. Denn DDR, don't give a fuck. Flippe die Platten, ich flippe die Rocks. Läuft durch die Stadt, sehe Minimis. Back in the days, aber keiner auf Skinny Jeans. Okay. Yes, 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 okay.
Okay. Okay, dass der Bruder was drauf hat, das wissen wir. Das haben wir bei Ice Cubes gesehen, ne? Und auch so generell seine Musik höre ich. Mhm. Und Digga, der Beat, ne? Den kennt man. Die haben geile Oldschool-Beats, ne? Ja, brutal geil, ja. Das haben die schon gut gemacht. Champions League, baby. Gib mir Pada, gib mir Benjis. Euro-Dollar-Cash, modernes Tag-Team. Newcomer wollen Beef, ich sag ihr Benti. Maiko auf mein Backseat. Swapping Gang, die letzten fashion MCs. Deutschrap in der Hand, als wär's ein Tespi. Du weißt, es gibt Links für die Model Chicks. Zwei Champagne-Bubbles, bitch. Lass die Filme, lass die Politik. Dann will dein Girl ein Bild, dann sag's gleich, homie. Shadi guckt auf meine Watch, sie ist auf Jagd nach dem Mula. Ich nenn sie Nairobi, yes, Supi, reines, halt dich Distanz, Geld auf Konto. Auch geile Line, ne, mit Nairobi, Digga. Boah, der ist gut, Junge, der Part ist gut. Das ist echt stark. Steigt wie meine Klickzahlen, Pockets voll Cash. TLB next up, 2022 wird gegessen, als wär ich da, real talk. Hey. Dieses Jahr noch viel vor, fuck die Konkurrenz, ab wie der nächste Impfstoff. Kann er das noch toppen, denkst du dir bestimmt auf. Nike Summer Feed sind nicht mehr in Stock, was ist jetzt, Broke Boy? Du fickst niemals mit mir oder mein Team. Boah, geil, Junge. Mir ist kein Plan B, Scorpion Gang. Hey. Boah, Bruder, geil, Junge! Nice, brutal, Junge! Geile Stimmung! Bruder, geil, richtig gut! Billa Joe, meiner Meinung nach bisher am besten jetzt. Ja, okay, er war echt stark. Der war echt krank, Digga. Was geht ab? Shit. Champions League! Das war noch lange nicht alles. Wir haben einen sehr, sehr heißen Special Guest noch hier. Macht einmal alle einen fetten Applaus und Lärm für unseren Bruder Manuelsen! Oh! Hosch Geld im Brass, Salamu alaikum! M Punkt! Hosch Geld im Brass! Ja, was geht ab, Rebel Army Scorpion, Shit König im Schatten, what's happening? Ah, der junge Manuelsen! Check! Ey, sei mal ehrlich, bei Manuelsen, Alter, wenn du ihn so siehst, ne? Ja. Er sieht direkt aus wie ein Rapper, weißt du? Ja, was ich meine? Du nimmst ihn einfach wahr, Alter. Finde ich auch. Ich finde den Typ einfach cool, Alter, vom Auftreten. Safe, safe. Ne? Weißt du, was du auch bei Emanuelsen irgendwie so siehst, Digga? Der Typ wird einfach nicht älter. So Maschallah natürlich. Ja, ja, ja. Er sieht immer frisch aus, Digga. Ja. Der Bruder, der ist wie Wein. Der wird, umso älter der wird, umso frischer wird der Typ. Also, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber wenn man jetzt hingeht und ganz alte Sachen von ihm guckt, da siehst du schon, wie er so ein bisschen gealtert ist. Aber du weißt, was ich meine, Digga. Ich weiß schon, was du meinst. Check. Okay, let's go. Dann macht dieser Hurensohn auf Blockpfeife, Diggers hagelt Backpfeifen. Treff mich in dem Coupé mit dem Dach beim Ersatzreifen. Baguettis in der Rollie sind wie Backsteine. Ich fick dir deine Mutter, das ist Langweile. Digga, komm nicht morgens 8 Uhr mit dem falschen Fuß aus dem Bett. Bring ich ne Gunmint, die pustet dich weg. Digga, das ist Bloody City, ich hab immer Ballermann dabei. Nike, Rachi, Duffel, Back, Trikot, Galatasaray. Hey. Ich bin deine Schwester und sie denkt, ich nenn sie Abla. Doch ich dreh mir an mein Schnurrbart wie dein Vater. Denn geil, Alter. Geil, Alter. Geil, Bruder. Geil, Junge. Ey, Manuels Part ist stark, Bruder, bist du, ne? Gefällt mir. Sehr stark, Alter, geil. Ballermann dabei, Nike, Rachi, Duffel, Back, Trikot, Galatasaray. Und seht mich deine Schwester und sie denkt, ich nenn sie Abla. Doch ich dreh mir an mein Schnurrbart wie dein Vater. Denn geht's um mich, denkt die Bitch nicht richtig oder falsch. Nein, sie denkt sich, fuck, ich ficke mit dem Hulk. Scheiße, ich hab Eis auf der Rollie, Mann, als käme sie aus der Zukunft. Die Balance ist sexy, hungrig wie ein Bluthund. Digga, das ist M-Punkt. Scheiße, wer will Hektik mit meinem Team? Digga, esse dir, ja, dann nimmst diese Happiness, die Kiemlack sagt dann unterwegs. Partner soll die Bumme schnell laden oder wir räuchern ihn aus seiner Bude raus wie Bin Laden. Wenn du mit mir redest, send die Stimmlage oder ein Kinnhaken. Lässt dein Kopf vibrieren wie eine Stimmgabe, Sonny. Sieh dein... Sonny? Nein, oder? Das ist der hier Bushido, oder? Nein, oder? Ja, er sagt Sonny, Alter. Warte, wir sonst gehen würde der's. Wir hören uns die Line nochmal an. Warte. Ich will Hektik mit meinem Team, Digga. Esse dir, dann nimmst du diese Happiness, die Kiemlack sagt. Aber hierzu muss ich sagen, das ist auch geil. Er bringt Kurdisch und Türkisch rein, Digga. Das ist stark. Aber das liegt ihm halt, ne? Der kann Sprachen durch und durch, Digga. Das ist krass. Unterwelt, Partner soll die Bumme schnell laden. Oder wir räuchern ihn aus seiner Bude raus wie Bin Laden. Wenn du Unterwelt, Partner soll die Bumme schnell laden. Oder wir räuchern ihn aus seiner Bude raus wie Bin Laden. Wenn du mit mir redest, send die Stimmlage oder ein Kinnhaken. Lässt dein Kopf vibrieren wie eine Stimmgabe, Sonny. Sie, dein Vater hat keinen Mann gemacht, denn du erkennst Großfamilien an ihrem Schwanzgeschmack. Habibi, meine Mäuse mit ganz am Black und sie feuern auf Beamte ab, Digga, easy. Boah, die ist easy. Böse, geil, Alter. Böse. Bruder. Und der Diss, Digga, Dicker, dein Vater hat keinen Mann gemacht, du erkennst Großfamilien an ihrem Schwanzgeschmack. Ja. Ne?
an Bushido gerichtet. Ja, ja, auch wegen dem Sonny halt. NRW ist da. Okay, haben wir noch einen für mich? Let's go. Okay. Aber der Beat passt zu Casey. Ja, ja. Aha, aha. Du siehst den Lauf meiner Call, Lauf kleiner Troll. Deine Jungs haben nicht den Hauch einer Chance, nicht die leiseste Ahnung, kein blassen Schimmer. Wenn ich euch Bastarde schlitze, dann bleibt das für immer. Und wie sie alle nach dem kleinsten Scheiß einknicken, ist wie Wasser predigen und dann Wein trinken. Und wenn einer mal im Internet am Bellen ist, registriere ich, dass ein Kelp ist, doch geh ins Hotel und mach Wellness. Kreuz die Finger für den West Coast Rider. Rebel Abi muss wieder sein Cashflow steigern. Hey. 5 Minuten, ich schreib dir einen Text für die Cypher. Wenn ihr denkt, ihr seid krass, Waller, dann denkt so weiter. Wenn ihr wetten wollt, dann stoppen wir die Zeit. Ihr Hobby-Rapper, ihr seid Wochenende high. Schreibt montags einen Text, den ihr dienstags recordet. Und seit Mittwoch schon euren scheiß Deal losgeworden. Oh. Release Donnerstag nachts und schiebt schon Freitag einen miesen, weil euch keiner mehr liebt. Ihr Feature-Nutten, ihr seid Feature-Nutten und ihr featuret Nutten. Hey. Tiefe Runden, könnt nicht in den Spiegel gucken. Warte mal, ich lauf, gerade erst warm. Hier ist too much heat, könnt nicht in den Spiegel gucken. Warte mal, ich lauf, gerade erst warm. Hier ist too much heat, hier ist Lava am Start. Wait a minute. Es ist Rebellise, der für alle Probleme Wege findet. Dieser Play hat System getribbelt. Wir kommen von MySpace, MSN, StudiVZ zu Facebook, Instagram, Snapchat. Und auf einmal sollen Rapper aufhören, TikTok zu benutzen. Kleine Fische sind jetzt Hip-Hop-Polizisten. Ressman aus dem... Kleine Fische sind jetzt Hip-Hop-Polizisten. Ja, auf einmal sollen Rapper aufhören, TikTok zu benutzen. Bei Casey Rappin vor allem war es ja damals so, dass Billy Gold sein TikTok kommentiert hatte, als Casey Rebel da Promo gemacht hatte. Damals habt ihr Rapper TikTok gehatet, irgendwie so hat er geschrieben, ist jetzt auch schon länger her. Und jetzt auf einmal promotet ihr alle eure Songs. Und Casey hatte darauf auch gekontert. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, darauf bezogen. Ach so, ja? Okay. Weil Rapper haben ja am Anfang immer TikTok sehr, sehr schlecht geredet. Aber generell jeder, nicht nur Rapper. Jeder, natürlich jeder. Aber danach ist jeder halt einfach auf die Plattform gegangen, um seine Sachen zu promoten, weißt du? Ja, okay. Im Ghetto, ich bin Rap-Fan, Millionär in drei Ländern, International in Westman. Ich tour rum und bin in jeder Stadt der heißeste MC in der City, der Chief wie P. Diddy. Geil, Alter. Geile Stimmung, geiles Video, Digga. Ja, Mann. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.